Also, das ist so viele Sachen zu essen hier und ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Also, wir machen das im Rahmen der Klima-Gourmet-Wochen. Klima-Gourmet-Woche. Genau, die werden jedes Jahr vom Energiereferat der Stadt Frankfurt organisiert. Okay. Und wir hatten eigentlich ein Picknick im Garten geplant, aber bei dem Wetter haben wir gesagt, müssen wir es leider drin machen. Drin machen, ja, okay. Und deswegen hat alles, was es hier gibt, irgendeinen nachhaltigen Ernährungszusammenhang. Das ist zum Beispiel Honig von Imkern, die hier im Gallus wohnen. Ah, okay. Also hier direkt aus der Region. Okay. Dann haben wir Brot von einem Biobäcker, der hier direkt in Frankfurt noch selber das Brot backt. Das gibt's ja gar nicht. Da gibt's auch ein kleines Booklet von Denningers. Okay. Genau, ganz tolle Bäckerei, haben hier einen Stammsitz in Bornheim. Dann sind das selbstgemachte vegane Cookies. Okay. Das ist dann mit, also ich nehme immer Alsam, ich weiß nicht, was du als Butterersatz nimmst. Genau das. Ich finde Alsan super, also ich esse seit Jahren nur noch Alsan. Dann haben wir von der Kooperative, eine Genossenschaft hier in Frankfurt, Karotten und Äpfel und Eier, die werden noch gekocht bekommen und die Melonen. Wir haben Apfelchips selbst gemacht und jetzt ist Antje dran mit den ganzen Köstlichkeiten. Ja, super gerne. Ja. Ich habe ja eine Kürbisschwemme. Ich bin Antje, ich bin von den F&B Heroes und okay. Auch wir dürfen mitmachen, genau, bei der Klima. Was ist F&B Heroes? Food and Beverage. Okay. Genau, it's all about food. Okay. Und wir haben von der Kooperative auch viele Kürbis bekommen und haben einen herzhaften Kuchen gemacht, wo wir auch die Kürbiskerne, das Innere, püriert haben und mitgebacken haben. Dann das Ganze nochmal in süß. Dann haben wir aus einem Garten in Frankfurt Süd, da gab es eine Tomatenschwemme, haben wir Tomaten. Das sind Tomaten, achso, genau. Ja, das habe ich gar nicht erreicht. Dann haben wir hier Karotten mit dem Karottengrün zusammen und Bulgur. Ja. Und da drüben wieder der Kürbis, weil so viel Kürbis da ist mit Graupen. Okay. Und da haben wir eine Kürbispüree als für das Brot von Denningers und eine Maiscreme. Genau. Okay. Und dann haben wir drüben auch noch ein Bier von Knerz hier, ein alkoholfreies. Die machen ihr Bier. Hamburger Bier. Ja, die machen ihr Bier aus altem Brot. Achso, tatsächlich. Genau. Ja, das ist weißt das du, wo die Brot herbekommen? Von Bäckereien? Ja, ja, genau. Ich war noch nicht da bei denen, aber das ist halt ständig auch also noch. Also, das ist hier in der Öderstraße, die Frage. Nee, die sind in der Nähe von der Flintstraße. Fechenheim ist es, glaube ich, ne? Fechenheim, okay. Ja, genau. Also und, okay, ja. Das und dann haben wir noch einen regionalen Apfelsaft und einen Apfelwein. Genau. Und Äpfel, die hast du schon gezeigt. Die Äpfel habe ich schon gesagt. Die Melonen sind von der Kooperative. Ah, ja, ja. Genau. Das ist unglaublich. Ich kriege schon Appetit und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal doch mal deinen Namen. Jessica Wiegand. Ich bin hier vom Mehrgenerationenhaus des Vereins Kinder im Zentrum Gallus. Genau. Super. Und dann probieren Sie sich einfach durch. Ich fange immer mit dem Salzigen an und gehe dann langsam zum Süßen über. Und wer wollte, konnte auch eine eigene nachhaltige Speise mitbringen. Das hat ein Gast schon gemacht, die Soha. Die hat selbstgemachte grüne Soße mit Kartoffeln mitgebracht. Super, sehr regional aus dem Gallusgarten die Kräuter gepflückt. Das hat mich sehr gefreut. Okay. Und ich durfte es auch probieren, vorzüglich. Also in dem Sinne vielen, vielen Dank. Und guten Appetit, kann man Dankeschön, sagen. Ja. Okay, ciao. Ciao.